Also wir wurden jetzt alarmiert zu einem Brand im Nachbargebäude der Schafstraße Nummer 4. Es war eine Drehleiter und ein Löschfahrzeug vor Ort zu Nachlöscharbeiten am Bestand Schafstraße 2, also an dem Brand von heute Nacht, wurde hier einfach nochmal das Dach abgelöscht. Und deswegen waren schon Einsatzkräfte vor Ort. Genau, die Einsatzkräfte, die hier waren, haben gesehen, dass von hinten ein schwarzer Rauch aufgestiegen ist und haben sich sofort dann ausgerüstet mit Atemschutzgerät und haben dann hier mit der Rettung von den Personen begonnen. Also eine Person wurde über Steckleiter gerettet, die hat sich von oben am Fenster bemerkbar gemacht und musste über die Steckleiter gerettet werden. Die anderen Personen sind über das Treppenhaus und über die Türe rausgekommen. Es ist eine komische Situation, wir haben aber Schichtwechsel gehabt, also die Feuerwehr Nürtingen fährt noch in einem Schichtsystem, gerade wegen Corona-mäßig. Und heute Morgen 8 Uhr war der Schichtwechsel, von dem her haben wir heute Mittag hier dann eigentlich aktuelle neue Kräfte im Einsatz. Zuerst mal war der Gedanke, wieso das gleiche Gebäude schon wieder, bis man dann die Hausnummer genau realisiert und dann feststellt, dass es das Nachbargebäude ist. Und dann ist eigentlich die Hektik auch wieder groß, weil man ja weiß, wie viele Leute Kirsten da rein sind und dementsprechend weiß, was für Gefahr hier dahinter steckt. Im Grunde ist es so, dass ja das Gebäude nicht mehr begehbar ist. Bedeutet, wir können keine Löscharbeiten im Innenangriff vornehmen. Und durch das Dach, wo einfach eingefallen ist teilweise, kann es sein, dass drunter noch Glutnester sind und die dann durch den angefachten Wind dann hier Feuer nochmal aufgeht und dann raucht es wieder stark. Die Nachbarn melden das dann immer wieder. Die Polizei macht Kontrollfahrten und sobald es hier wieder starker raucht, kommt die Feuerwehr her und macht hier nochmal Nachlöscharbeiten. Wir hoffen, dass wir jetzt, durch das, dass wir es nochmal kräftig abgedeckt haben, hier jetzt Ruhe haben. Die Feuerwehr Nürtingen war mit 10 Fahrzeugen und 57 Einsatzkräften vor Ort und das DRK mit 11 Fahrzeugen und 26 Einsatzkräften. Es gab hier eine Vielzahl von Personen, die von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet wurden oder sich schon selber in Sicherheit gebracht hatten. Diese Personen mussten alle gesichtet werden und ärztlich untersucht werden. Insgesamt waren es 22 Personen, 3 Personen waren verletzt, eine Person konnte ambulant vor Ort versorgt werden und 2 Personen mussten in ein Krankenhaus verbracht werden. Es handelt sich hauptsächlich um Rauchgasverletzungen bei den Patienten. Es waren auch Kinder dabei, die mussten allerdings nicht transportiert werden, die haben sich glücklicherweise als unverletzt herausgestellt. Die Personen, die werden jetzt in ein umliegendes Hotel verbracht. Und von dort aus wird die weitere Unterbringung dann koordiniert durch die Stadt Nürtingen. Es ist natürlich für die Einsatzkräfte, die bei beiden Einsätzen jetzt vor Ort waren, schon eine erhebliche Belastung. Vor allen Dingen, wenn man auf seinem Funkmeldeempfänger dann liest, gleiche Adresse wieder oder Nachbarhaus, da hat man natürlich die Bilder von der Nacht dann wieder im Kopf. Heute Nacht hat es bereits einen Brand gegeben, bei dem wir 2 Tote zu beklagen haben. Heute Nachmittag ist es aus bislang ungeklärter Ursache im Nebengebäude ebenfalls zu einem Brand gekommen. Dadurch, dass die Feuerwehr und unsere Kriminaltechniker noch am ersten Brand dort vor Ort waren, hat man den zweiten Brand sehr schnell entdeckt und konnte das Feuer rasch löschen. Es war im hinteren Bereich des Gebäudes, im Gebäude hat es gebrannt, vermutlich im Bereich einer Küchenzeile. Näheres kann ich noch nicht sagen. Also wir können in dem Moment ausschließen, dass es durch den ersten Brand nicht zu dem zweiten Brand gekommen ist. Ob es irgendeinen Zusammenhang gibt, das müssen die Ermittlungen der Kriminalpolizei ergeben. Im ersten Brandobjekt von heute Nacht war heute ein Statiker vor Ort. Er muss feststellen, ob die Stabilität des Hauses gegeben ist, ob da unsere Kriminaltechniker dann im Laufe des morgigen Tages hineingehen können und mit ihrer Arbeit beginnen mit der Spurensicherung. Im zweiten Brandobjekt von heute Nachmittag sind unsere Kriminaltechniker bereits vor Ort. Beide Gebäude sind momentan unbewohnbar. Die Bewohner sind über die Stadt Nürtingen untergebracht. Ja, beim ersten sind es mehrere 100.000 Euro und beim zweiten ist der Schaden nicht so groß.